Ja, schönen guten Abend, recht herzlich willkommen hier bei einer neuen Ausgabe von Ich am Weg, Wander mit Peter. Wir reagieren auf Touren von. Ja, auf welche Touren werden wir heute reagieren? Und ich weiß, ich bin wieder 2 Minuten vor meiner Zeit. 2 Minuten vor der Zeit ist des Wanderers Pünktlichkeit, sagt man doch so schön, oder? Nee, das nutze ich immer noch, um vorher zu schauen, wie die Funktionalitäten gegeben sind. Ob ich auch alles richtig eingestellt habe und auch gleich den Chat kann ich wieder ausprobieren. Jawohl. Wunderbar. Ja, ich habe das Fenster ein bisschen angepasst. Jetzt sieht man den Chat nicht mehr unten unterhalb vom Bild, sondern jetzt links unter der Kamera. Ich werde mir später mal irgendwelche Gadgets besorgen und mal schauen, ob ich das besser am Schirm aneignen kann, damit wir da auch ja mehr Platz haben. So, dann schauen wir, ob alles passt. Ich denke, Ton scheint in Ordnung zu sein. Chat läuft auch. Und dann schauen wir noch mal kurz rüber zum Stream. Und der läuft auch momentan ganz gut. So. Dann schauen wir auf die Uhr. Es ist 20 Uhr nach meiner Zeit und damit darf ich euch recht herzlich hier bei mir im Stream begrüßen. Was war das wieder für eine Woche? Und nein, wir werden auch heute nicht über dieses Thema reden. Wir wissen alle, was abgeht, ist bei uns in Österreich genauso wie bei euch in Deutschland und in einigen anderen Ländern auch. Müssen wir momentan damit leben, wie es ist. Aber wie gesagt, widmen wir uns lieber unserem Hobby, sage ich jetzt einmal. Und schlage gleich mal vor, Sascha enters the chat. Wunderbar, Servus Sascha. Servus Flatter und die Strauchs sind auch mit an Bord. Wunderbar. Ja, diese Woche, wir hatten ja am Montag bei uns in Österreich Nationalfeiertag. Das heißt, da hatte ich frei. Was aber nicht bedeutet, dass ich untätig war. Ich hatte ja, wie ich im letzten Stream erzählt habe, am Samstag davor den Hurricane Heat in St. Pölten von Spartan. Das ist ein Sportevent. Das ist eine Mischung aus Militärdrill und Teamarbeit oder sonst irgendwas. Und am Montag, immer am Nationalfeiertag, habe ich teilgenommen beim Amstetten City Trail mit meinem Laufverein, den Pro Runners. Ja, war ganz nett. Amstetten sowieso eine schöne Stadt und der Trail war nicht ganz 12 Kilometer lang und 320 Höhenmeter waren dabei zu bewältigen und überwiegend, ich würde sagen 90 bis 95% war das halt alles Wald- und Wiesenboden, war sehr schön gewählt, es ging sehr knackig bergauf, sehr knackig bergab. Letztendlich war ich mit meiner persönlichen Zeit sehr zufrieden, ich habe gebraucht 1 Stunde 12 Minuten, das ist ein Schnitt von ein bisschen was über 6 Minuten auf den Kilometer. In Anbetracht der Höhenmeter bin ich sehr, sehr zufrieden. Wandertechnisch, was hat es da bei mir gegeben in der Woche? Also ich war gestern wieder on Tour und das Video dazu wird jetzt auch im Laufe der Woche dann online kommen. Ich habe meine Reihe fortgesetzt, unser schönes Wien. Da hatte ich ja vor ein paar Wochen schon den Lainzer Tiergarten und jetzt habe ich weitergemacht mit dem Mühlwasser bei mir im 22. Bezirk in der schönen Donaustadt. Und ich kann euch nur sagen, ich habe mir, obwohl ich diese Gegend in- und auswendig kenne, habe ich mir sehr viel Zeit gelassen und ich denke, das könnte eines meiner bis jetzt stärksten Videos werden, aber lasst euch überraschen. Wie gesagt, ich schätze mal so, Mittwoch oder Donnerstag werde ich es dann bringen, möchte euch ja auch nicht ja, überlasten mit Content. Ja, so viel dazu. Es hat sich aber auch natürlich abseits meiner Persönlichkeit einiges getan. Auch in der Szene, die ich kenne, weil wir wissen ja alle, diese Outdoor-Wanderszene ist ja riesengroß und da kennen wir alle wahrscheinlich nicht einmal einen Bruchteil davon. Aber die Leute, die wir kennen, haben auch ordentlich Gas gegeben, sage ich jetzt einmal. Und ich muss mich auch wieder mal bedanken. Es ist auch bei mir persönlich auf meinem Kanal wieder sehr viel weitergegangen. Auch meine Abonnenten haben sich
eingefunden, sage ich jetzt mal. Und das ist eine tolle Sache. Aber es ist aber auch schön zu sehen, wie es bei den anderen vorangeht. Und ich muss auch sagen, das haben wir uns auch alle miteinander auch wirklich gut verdient. Vielleicht eine Neuerung, das habe ich heute noch in Erfahrung bringen dürfen, aufgrund dessen, dass ich selbst eingeladen wurde. Und zwar haben die Strauchs, einige oder die meisten von euch werden sie kennen, von Strauchs Wanderlust, haben auf Facebook eine Gruppe gegründet, die wir hier jetzt sehen können. Die nennt sich Wandern europaweit. Ist eine geschlossene Gruppe, bei der man aber jederzeit mit Anmeldung beitreten kann. Und diese Gruppe befasst sich damit, dass Wanderer, sage ich jetzt einmal, wie schon der Titel sagt, europaweit, können sich hier austauschen, ihren Content austauschen. Eine nette Sache. Vielen Dank auf jeden Fall nochmal für die Einladung. Ja, wir können einen kurzen Blick reinwerfen. Also man sieht es auch, die Leute posten wirklich schöne Bilder auf jeden Fall von den Touren. Hier habe ich mich selbst vorgestellt. Natürlich die Strauchs sowieso, die sind ja immer on fire und immer auf Zack, was ihre Touren angeht. Und Anna hat die Bühne betreten. Grüß dich, Anna, oder soll ich lieber die Künstlerin zu dir sagen? Schön, dass du vorbeischaust, das freut mich wirklich. Grüße gehen raus an der Stelle. Und ja, also hier nochmal zur Gruppe. Ja, sehr, sehr viel interessanter Content drinnen. Wie gesagt, da würden wir uns freuen, wenn die Community hier wächst. Ihr müsst am Anfang, also die Gruppe ist auf jeden Fall findbar in Facebook unter diesem Titel. Ihr könnt euch anmelden, müsst ein paar Fragen beantworten, dann steht euch hier die Welt offen. Anna reicht. Alles klar, Anna. Danke, dass du da bist. Ja, also so viel dazu. Nette Gruppe, eine Community, die noch am Wachsen ist. Oh, es kann nicht automatisch jeder rein, also Spam ausgeschlossen, sage ich jetzt mal. Macht wirklich Spaß, sehr interessante Leute. Ich habe mir heute schon einige Kanäle angeschaut und ja, durfte wieder sehr, sehr viel Neues erfahren und neue Leute kennenlernen. So, aber nichtsdestotrotz, ich würde sagen, starten wir mit unseren Touren oder sollte ich besser sagen, heute habe ich einen Waldläufer bzw. einen Bushcrafter mit dabei und da sind wir vielleicht auch gleich mal bei einem Thema. Also natürlich geht es hier um Wandertouren, aber ich habe immer gesagt, ich bin halt sehr offen auch für das Thema Outdoor und das heißt, jeder, der möchte, kann auch seinen Survival-Content bringen oder eventuell auch mal ein Lost Place. Warum nicht? Alles, was irgendwie zu dem Thema passt. Es heißt zwar natürlich, wir reagieren auf Touren von, aber ich glaube, so genau müssen wir es nicht nehmen. Und den ersten, den wir uns heute anschauen, das ist er, der Alex. Alex Survival. Und viele von euch kennen ihn. Und ich persönlich muss auch sagen, ich finde diese Art von Content wirklich nicht schlecht. Warum? Weil auch ich mit den Gedanken spiele, jetzt in den nächsten Jahren, wenn sich alles normalisiert, hoffentlich wieder, auch mal wieder mehr Tagestouren zu machen und eventuell auch mal zu bivakieren. Und dann sind solche Dinge, so wie das, was wir uns jetzt gleich anschauen werden, was ich mir rausgesucht habe, sehr, sehr, sehr praktisch. Zum Alex vielleicht kurz zu sagen, ich hatte schon das Vergnügen, mit ihm auch schon zu schreiben, ist ein ganz netter Kerl auf jeden Fall, der befasst sich mit dem Thema Bushcrafting, er bezeichnet sich halt als Waldläufer, zeigt halt in seinem Content sehr viel Kniffe, Tipps und Tricks, wie man sich Outdoor zurechtfindet. Und deshalb schauen wir uns jetzt hier dieses Video an. Outdoor-Hygiene, Hygiene ganz wichtig. Seife selbst herstellen aus Kastanien. Da fängt es schon an. Das war für mich immer undenkbar. Sascha sagt, ja, er macht coole Videos. Ja, das macht er. Das macht er wirklich. Ich kenne schon einige davon. Jetzt werden wir uns das anschauen. Ihr habt es vielleicht gesehen, das Video dauert 17 Minuten 13. Ich habe auf meiner, das ist kein Geheimnis, das ist meine schlaue Liste, ich habe mir so eine Art Best-of von der Zeit herausgeschrieben und habe das ein bisschen eingeschränkt, dass wir uns dann ja nur auf das Thema konzentrieren, Seife selber herstellen. Und ich würde sagen, schauen wir jetzt mal rein. Wie gesagt, ich werde zwischendurch einmal springen, ich werde es aber auch vorher ankündigen und dann werden wir das schon durchziehen. Also, dann starten wir mal durch. Viel Spaß mit dem Alex Survival.
Lisa. Sympathischer Kerl auf jeden Fall. Sascha hat recht, das bringt es nämlich genau auf den Punkt. Schaut man sich sehr gerne an. Er spoilert sich halt schon ein bisschen, aber egal. Erinnert mich jetzt voll gerade so an Gameboy. Grüß euch, ich bin der Alex. Für einen Waldläufer, der sich ständig in der Natur aufhält, ist es extrem wichtig, stets auf seinen Körper zu achten und gesund zu bleiben. Denn wenn wir einmal verletzt oder krank sind, dann leidet unser Körper darunter und das kann dann unter Umständen auch einmal böse ausgehen, vor allem wenn wir für eine längere Zeit draußen in der Natur unterwegs sind. Daher ist es für einen Waldläufer selbstverständlich, sich jetzt nicht gehen zu lassen, sondern stets auf seinen Körper zu achten und gesund zu bleiben. So, da mache ich jetzt kurz einen Kartenspring vor. Ja, also dem ist nichts hinzuzufügen. Wir wissen alle, Mehrtagestouren ist kein Ponyhof, da ist man schon mal eine Weile mit der gleichen Wäsche auch unterwegs, aber wie gesagt, das heißt ja nicht, dass man sich nicht trotzdem der Hygiene widmen soll. So, ich springe jetzt vor und ich würde sagen, weiter geht's. Ich würde euch jetzt gerne zeigen. Das erinnert mich noch, als ich ein kleiner Junge war, denn aus den Kastanien konnte man sehr viel anstellen. Abgesehen von diesen Grimassen bastelte ich mir oft so Figuren aus den Kastanien und Zahnstochern zusammen oder eine Halskette, die dann ziemlich schwer war. Oder aber man sammelte so viele Kastanien wie nur möglich und brachte diese dann in einen Zoo. Man kann die Kastanien aber auch noch ganz anders einsetzen, und zwar als natürlichen Seifenersatz. Und das Tolle an der Sache ist, dass dieses Seifenwasser sehr schnell angefertigt ist, ein Naturprodukt ist, daher auch wieder abbaubar ist und recht gut reinigt. Habe ich nicht gewusst und wäre ich nie drauf gekommen. Und wie man sich jetzt so ein Seifenwasser herstellt, das möchte ich euch jetzt gerne zeigen. Das schauen wir uns jetzt an. Natürlich brauchen wir Kastanien. Eine Handvoll reicht völlig aus. Dann brauchen wir noch einen Behälter und Wasser, das mir reichlich zur Verfügung steht. Als nächstes werden dann die Kastanien entweder mit einem massiven Holzstück oder einem Stein ganz klein geklopft. Dieser Vorgang ist extrem wichtig, da wir so an die Saponine, die sich in den Kastanien befinden, herankommen. Aufgrund der Vielzahl und einer entsprechend großen Strukturvielfalt weisen Saponine eine große Variabilität in den biologischen Eigenschaften auf. Das bedeutet, dass Saponine beim Schütteln mit Wasser einen seifenartigen Schaum ergeben. Daher ist es wichtig, die Saponine so klein wie möglich zu klopfen. Ich finde das auch großartig, wie er das erklärt. Ich habe zwar keine Ahnung, muss ich ehrlich sagen, aber ich finde es so toll, wie er sich da echt Mühe gibt, das auch wirklich so zu erklären, warum es halt wieso.
Habt ihr die Kastanien zerkleinert, so entfernt den Großteil der Schalen. Übrigens ein kleiner Tipp, was jetzt noch die Schalen betrifft, wollt ihr mit dem Seifenwasser Wäsche waschen, so seid bei helleren Kleidungsstücken vorsichtig, da die Kastanienschalen leicht rötlich abfärben. Wollt ihr dann mit dunkler Wäsche waschen, ist das kein Problem, da könnt ihr die Schalen dann ruhig mitverwenden. Ja, ist schon eine coole Sache. So, ich skippe wieder kurz vor. Und weiter geht's mit dem Alex. Und man sieht jetzt eigentlich schon, wie schnell das Wasser jetzt gleich Ich trüb bin schon geworden seifig, ist. ja. Okay, hier drinnen habe ich jetzt meine Kastanien. Ich habe den Behälter jetzt mit etwas Wasser aufgefüllt. Da ich jetzt aber keinen Behälter habe, den ich jetzt verschließen kann, um eben mein Gefäß dann schütteln zu können, muss ich mir jetzt was anderes überlegen. Das heißt, ich brauche jetzt irgendein bestimmtes Rührgerät Jealousy und ist da das, muss ich jetzt einmal dass man das noch improvisieren. kennt. Was es da für Möglichkeiten gibt, das zeige ich euch jetzt. So, auch das gibt man jetzt kurz vor. Also man sieht schon, wo die Reise hingeht. Er zeigt jetzt dann noch, wie man aus einem Stock einen Rührer bastelt. Also ich meine, das ist ja schon das Nächste, einen Stampfer und einen Rührer. Ich habe mir nur gedacht, da springe ich jetzt drüber. So, und wir setzen wieder an. Schauen wir mal. Bei. Genau. Da hat er dann den Rührer gleich fertig. Könnt ihr euch ja jederzeit, wenn ihr das genau sehen wollt, natürlich auf seinem Kanal das Video anschauen. So, da setzen wir jetzt wieder ein. Okay, hier habe ich jetzt meinen professorischen Rührer und jetzt ist es wichtig, so lange und kräftig zu rühren, bis sich ein Schaum bildet. Los geht's! Ja, ist schon faszinierend. Es ist eigentlich interessant zu sehen, was uns die Natur eigentlich alles schenkt, was wir alles nutzen können. Outdoor oder halt auch für zu Hause von mir Und aus. das war's schon, so schnell geht's. Schon habe ich Seifenwasser, das ich auch sogleich verwenden kann. Und schon habe ich hier einen Schaum. Also, ihr habt gesehen, wie schnell und einfach das funktioniert hat. Und das ist auf jeden Fall ein sehr stabiler Schaum. Mit dem kann ich auf jeden Fall gleich meine Du Hände sagst waschen, das, ich bin Sascha, man muss sowieso es jetzt nur etwas wissen. schmutzig geworden und ich Dafür kann haben euch wir ja jetzt einen zeigen, wie gut Alex, dieser Schaum dieses Seifenwasser der uns reinigt. unterrichtet. Absolut, absolut. Okay, Leute. Ihr seht meine Hände, die sind schmutzig. Und jetzt werde ich mir mit diesem Auch das ist Seifenwasser, korrekt. jetzt werde ich hier diesen Schaum Und den nehmen Straubs. und meine Hände waschen. Ja, das ist so schön klar, das könnte aus einem Seifenspender sein. Das ist faszinierend, wirklich. Und ihr seht, schon habe ich saubere Hände. Das ist nice. Also, aus Kastanien, das wissen wir jetzt, wird Seife. Einen letzten Skip habe ich noch. Gehen wir noch vor. Da hat er noch ein paar Einzelheiten darüber zu erzählen, die sicherlich auch nicht uninteressant sind. So. Ist diese
seid am nächsten Tag dann schon draußen unterwegs in der Natur oder vielleicht für mehrere Tage, denn das Seifenwasser hält ja einige Tage. Ach cool. Da braucht ihr einfach das dann in so ein Gefäß tun, das man verschließen kann, einmal kräftig schütteln und schon habt ihr dann diesen Schaum. Oder ihr nehmt euch einfach ein paar Kastanien mit und fertigt euch dann dort vor Ort euer Seifenwasser an. Oder ihr fertigt alles daheim schon an, also die Kastanien trocknen, von der Schale entfernen und dann nehmt ihr euch einfach eine Handvoll Kastanien mit, wenn ihr wisst, ihr seid wieder für mehrere Tage draußen in der Natur unterwegs. Und das Tolle ist, ihr könnt ihr Seifenwasser dann überall verwenden. Wenn ihr zum Beispiel an einem Bach seid, könnt ihr euch damit die Hände waschen, da müsst ihr kein schlechtes Gewissen haben, da es sich ja um ein Naturprodukt handelt. Und auch mit kaltem Wasser, habt ihr gesehen, bekommt man den Schmutz sehr gut von den Händen. Ich möchte mich recht herzlich bedanken, dass ihr wieder mit dabei wart und für euer Interesse. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück und viel Spaß beim Nachmachen. Es macht auf jeden Fall einen Riesenspaß. Macht es gut und bis demnächst. Ja. Ja, wirklich super tolle Sache. Alex Survival hat hier seinen Kanal. Also da könnt ihr euch durchschauen. Es sind wirklich einige interessante Outdoor-Tipps dabei, weil ich vorher im Chat gelesen habe, irgendwie mit man kann auch viel essen, ja. Er hat wirklich, wirklich viele Tipps dabei, zum Beispiel da Brennnessel richtig pflücken, Brennnesselchips zum Beispiel, erklärt er auch in einem Video irrsinnig gut, also wie man in der Natur draußen eigene Chips machen kann. Ja, besucht seinen Kanal, lasst ihm ein Abo da, gebt ihm ein Like, er hat es auf jeden Fall verdient, das ist ein sehr sympathischer Kerl und ich bin schon sehr gespannt, wie es mit ihm dann weitergeht. Dann schaue ich mal zu euch in den Chat. Jawohl, alles noch da, alles bestens. Wunderbar. Gut, so viel zum Alex. Kommen wir zu unserem nächsten Wanderer. Und den werden auch die meisten von euch kennen. Es ist nämlich der gute Mike von Meilen Mike. Und da muss man eigentlich schon sagen, ja, das ist der Mike, aber er ist jetzt auch mit der Heidi unterwegs. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob jetzt beide diesen Kanal betreiben oder er, aber ich nehme mal an, es wird schon er sein. Auch hier ein ganz, ganz sympathischer Kerl. Ich kenne schon einige Videos von ihm, habe mir schon einige angeschaut. Ich schätze mal, die meisten von euch hier kennen dieses Gesicht und wissen auch, was er für Touren macht. Und ja, in letzter Zeit war er doch öfters bei der Mosel und ich denke mal, dass mir gefällt das ganz gut, weil mich erinnert das immer an unsere Wachau in Österreich. Also Weingegend, Altstädte, Flüsse, ganz, ganz schön. Und ich habe mir diesmal rausgesucht, eben diese Tour, die ist ja auch noch, sage ich jetzt mal, aktuell mit 29.10. Und schauen wir gleich einmal. Okay, da passt noch alles. Naja, dann schauen wir mal, was Mike und Heidi uns jetzt gleich zu bieten haben. Schauen wir rein. Also dann zurücklehnen, entspannen, virtuell mitwandern. Go, go! Servus, ich bin Mike. Heute sind wir wieder an der Mosel in St. Aldegund. Von dort aus machen wir eine Wanderung an den Moselsteig Seitensprung und zwar Felsen, Fässer und Fachwerk. Es sind einige Highlights zu erwarten. Lassen wir uns überraschen. Wenn ich euch neugierig gemacht habe, dann könnt ihr mir ja folgen. Bis dann. Hallo ihr Lieben. Heute sind wir etwas später unterwegs. Wir haben schon Mittag, 14 Uhr. Ja, wow. Den ganzen Sommer über haben wir eigentlich versucht, in St. Aldegund einen Platz zu bekommen. Hatten aber nie Glück. War alles immer überbelegt und gestern Abend hatten wir dann das Glück, einen richtig schönen Platz am Wasser zu bekommen. Und gestern war das allerschönste Wetter. Und heute Morgen, als wir aufgewacht sind, hat es geregnet. Also es hat geschüttet wie aus Kübeln. Ja, und keine Chance, überhaupt vor die Tür zu gehen. Gell, Schatz? Ja, leider, ne? Leider. Na gut, was habe ich gemacht? Ich habe erst mal Mittag gekocht. Weil der Mike kann ja nicht sein, ohne was zu essen. Das, nee, ist das, geht, das geht ja gar nicht. Ne? Dann geht gar nichts. Ne? Nee. Ja, und jetzt hat es sich wirklich ist schön geworden.
Hoffentlich hält es auch. Hoffentlich hält es auch. Und dann machen wir uns jetzt halt eben gegen Mittag auf den Weg und machen unsere Wanderung. Genau. Ja, mal schauen, was es so wird. Ja, gut. Okay. Und dann würde ich sagen, starten wir, ne? Starten wir. Okay, dann. Ja. Die Tour startet jetzt im historischen Ortskern von St. Aldegund. Von dort aus ist unser erstes Ziel der Heinrich-Rauwing-Platz. Da scheint es eine schöne Aussichtsplattform zu geben. Ja, man muss schon sagen, das ist natürlich jetzt auch so dem Herbst geschuldet. Man kann natürlich einen goldenen Herbst haben und dann, wenn man das Pech hat, natürlich dann lässt es voll runter. Scheint auf jeden Fall eine sehr angesagte Gegend zu sein und wie gesagt, liebe deutsche Freunde, nehmt es uns nicht übel, ich kenne noch nicht alles bei euch. Die Mosel wird wahrscheinlich den meisten von euch was sagen, mir persönlich jetzt eher weniger. Aber wenn es wirklich schwierig ist, dort einen Platz zu kriegen, dann ist das anscheinend wirklich eine sehr gefragte Gegend, auch noch im Herbst. Und das ist natürlich dann schon Pech. Ja, man freut sich, man fährt hin und dann regnet es. Aber wie wir sehen, haben die beiden aus der Not eine Tugend gemacht und sind marschiert. Schauen wir. Hier stehen wir jetzt an dem St. Aldegunder Brunnenplatz. Wäre ganz nett. Im St. Aldegunder Mundart wird dieser Brunnen auch Bohr genannt. So heißt auch der kleine Platz, der diesen Brunnen umgibt. In den guten alten Zeiten, als es weder Fernsehen noch Radio und Zeitung gab, war die Bohr Dorfmittelpunkt und Nachrichtenbörse zugleich. Hier traf man sich, um Neuigkeiten auszutauschen, über die Arbeit in Feld und Weinberg zu diskutieren, aber auch um Geschichten zu erzählen. Und wie das im wahren Leben so ist, wahre Geschichten und auch erfundene. Trink, solange du trinken kannst. Nutze deine Tage. Ob du auch im Jenseits trinkst, ist eine offene Frage. Prost! Prost! Jetzt haben wir hier einen schönen Anstieg vor uns. Bin mal gespannt, wann wir oben ankommen. Wir sind jetzt hier an dem heiligen Häuschen an der Kehr angekommen und haben einen super Ausblick hier Richtung St. Aldegund und auf der anderen Seite nach Neef. Liebe Heidi, lieber Mike, wenn euch das Spaß macht, kommt unbedingt einmal zu uns nach Österreich, Kremstal-Donau. Spitze. Selbe Thematik, selbe wunderbare Aussicht. Traumhaft. Bis etwa 1860 gab es entlang der Mosel keine durchgehende mit Wagen oder Kutschen befahrbare Straße. Hauptverkehrsweg war die Mosel. Bereits Treverer und Römer nutzten den Fluss zur Reise und zum Transport. Flussabwärts ging es bequem, mit dem Strom flussaufwärts dagegen mussten die Schiffe von Menschen oder von Tieren gezogen oder, wie man gesagt hat, getreidelt werden. Die Zugtiere, meist Pferde, gingen über den schmalen Ritterweg, auch Treidelpfad oder Leinpfad genannt. Würde mich interessieren, war das jetzt im Video eingesprochen oder hat sie das jetzt, während sie die Kamera geschwenkt hat, erzählt? Trotzdem super Sache. Gefällt mir. Nachdem wir jetzt an dem Heiligenhäuschen waren, an dem schönen Aussichtspunkt,
geht es weiter zum Heinrich-Raulwing-Platz. Der ist noch ca. 1,4 Kilometer entfernt. Hier sind sie wieder, die schmalen Pfade. So, jetzt sind wir noch mal etwas höher gestiegen und die Aussichtspunkte, die werden natürlich immer schöner, ne? Also von hier oben hat man dann noch mal eine etwas bessere Übersicht. Und die Drohnen im Einsatz. Sagen, was man will, auch der Herbst hat so seine Vorzüge. Hoppers Adventures. Enters the stage. Servus, schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Und ja, sehr, 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 sehr tolle Aufnahme. Dankeschön, Toppers. Ich geh mir Mühe. Ich hoffe, es gefällt. Das mediterrane Klima lässt im Moseltal auch Pflanzen gut gedeihen, die ursprünglich aus wärmeren Ländern stammen. So hat sich hier im steilen Felshang des Kurratstals eine Buchsbaumkolonie gebildet, die zu den größten wild wachsenden Vorkommen an der Mosel zählt. In Deutschland kommt wilder Buchs nur in Teilen des Schwarzwaldes, am Rhein und an der Mosel vor. Hier stehen wir jetzt an dem Panorama-Ausblickpunkt von Heinrich Raulwing. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Jetzt in der Herbstzeit ist es zwar manchmal schade, wenn es trüb ist oder wenn es regnet. Andererseits hat man bei der optimalen Tageszeit aber auch irgendwie einen richtig schönen Kontrast zum Filmen. Also nehmen wir mal als Beispiel, es wäre jetzt hell und es wäre diesig, dann hat man ja eher so diesen hellen Firm und dann wirkt das Video oft nicht so. Ich finde, das kommt da eigentlich sehr gut, auch wenn es jetzt geregnet hat. Dafür haben wir eher diese Dunkelkontraste und das finde ich, macht das Ganze auch wieder sehr, sehr praktisch. Wir haben jetzt noch ca. 2,4 Kilometer bis St. Aldegund und dann sind wir wieder auf unserem Stellplatz. Gell, Schatz? Ja, und jetzt haben wir es uns verdient, wenn wir ins WOMI kommen und dann machen wir was für Bauch, Beine, Po. Genau. Und das wäre? Weiß ich nicht. Pfannkuchen mit Nutella. Ja, das ist natürlich eine klasse Idee, du. Ne? Ja, und da der Mike ja weiß, dass Kuchen wenig Vitamine hat, ja,
muss er ganz viel davon essen heute Mittag. In diesem Sinne, macht's gut. Bleibt gesund und Servus. Servus. Sehr, sehr wirklich großartiges Video. Das sei nochmal gesagt, wissen wir Wanderer das nicht, dass jeder Wandertag ist doch ein Cheat Day, oder? Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei mir ist ein Wandertag immer gleichbedeutend mit, ich gönne mir, was nur geht. Ja? Also das, was ich mir sonst nicht gönne, weil ich ja dann auch sehr viel im Training bin vom Laufen. Aber wenn ich weiß, ich habe am Tag einen Verbrauch von, naja, 2000 Kalorien, ne? Da kann man ja zweimal eine Burgerbude aufsuchen, oder? Na, so viel nur dazu. Nee, super, super Video, super Kanal. Da schauen wir jetzt noch kurz rein zum Mike. Wie gesagt, sehr, sehr sympathischer Kerl. Auch die Heidi ist sehr sympathisch. Macht echt Spaß, dazu zu schauen. Und klickt euch durch. Schauen wir kurz einmal rein. Also momentan, sehr aktuell, ist eben die Mosel das Thema. Aber ihr findet auch viel, viel anderen praktischen Content für alle Wanderfreunde auch hier. Lasst ein Abo da, gebt ihnen ein Like, das haben sie auf jeden Fall verdient. Der Kanal momentan geht auch wirklich gut. Und schau mal, was ihr dazu zu sagen habt. Überhaupt kein Problem, Mike. Mir macht es echt Spaß, ich mache es wirklich gern und überhaupt kein Thema, gell? Ja, so viel dazu. Auch den guten Mike haben wir hier. Sascha sagt, schon längst passiert, ist klar. Ja, würde mich auch freuen. Wie gesagt, ihr kennt ja sicher auch genug Outdoor-Wanderer. Vielleicht auch einmal in irgendeinem Satz mal erwähnen, dass es so ein Content wie Tour Reactions gibt. Würde mich sehr freuen, weil ich glaube, da geht schon noch was. Dankeschön, Mike. Wirklich danke. Und ich werde mich auch in Zukunft noch verbessern. Das sind alles noch so die ersten Schritte. Da wird auch in Zukunft auch noch was kommen. Eventuell auch in der Optik, wie der Stream ausschaut. Da ist noch viel Potenzial. Und auch von den Thematiken her kann man da noch so viel machen. Und ich habe auch noch viel vor. Ja, was mir Spaß machen würde, wäre ein Live-Talk mit anderen. Ich habe aber noch nicht ganz heraus, wie das funktioniert, aber wie gesagt, da arbeite ich dran. Das wäre mal cool, so einen anderen Wanderer hier einzublenden und dann kann man miteinander plaudern. Aber lasst euch überraschen, ich bin da auf jeden Fall am Ball und da wird es noch einiges geben. Gut, kommen wir zum nächsten und das ist ein lieber Herr, ein Österreicher, denke ich halt jetzt zumindest. Also ich habe nicht wirklich herausgefunden, wo er herkommt. Ich weiß aber, dass er Martin heißt und er ist, wie sein Kanal ja schon sagt, ein großer Fan des Bregenzer Wald. Und das kann ich verstehen. Also ich war auch natürlich schon ein paar Mal im Westen Österreichs und ich kann es verstehen. Das ist auf jeden Fall eine super tolle, traumhafte Gegend. Überhaupt das Eck dort, das Dreiländereck, Deutschland, Schweiz und Österreich, ist auf jeden Fall ein Genuss. Keine Ursache, Mike. Kein Thema, gell? Macht Spaß. Habt ihr gut gemacht. Alles gut. Der Bregenzer Waldfan, der Martin. Sein Content, wie gesagt, dreht sich überwiegend übers Bergsteigen und Berggehen. Und ich habe mir da jetzt eine Tour rausgesucht, die ist jetzt auch ja, sehr aktuell, ist auch eine Herbstwanderung und die gibt auch einen kleinen Einblick darüber, wie so sein Content ausschaut und ich kann euch jetzt schon mal verraten, dieser Content ist genial. Könnt ihr euch erinnern, letzte Woche an Leni Flo Autor? Das ist so ungefähr auf einer Höhe, würde ich jetzt mal sagen, was Berg-Content angeht, aber ich würde sagen, macht euch am besten selber ein Bild. Wir schauen uns jetzt an. Herbst im Bregenzer Wald, Mellau, Dös, Dosek. Ja, schauen wir rein, was der Martin uns zu präsentieren hat. Und dann
los geht's. Hey, darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9-to-5 in the city light. Hey, darling, we could get out of town. See the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey. Come on now and take my. Ist euch das aufgefallen? Sehr, sehr, sehr interessant ist der Switch aus Video und Fotos, wobei die Fotos aber in Bewegung sind. Total interessant, weil man einerseits, weil die Musik auch so schön reinpasst und mir so beim Schauen oft diese Übergänge gar nicht auffallen, und ich mir erst denke, hey, das ist ja ein Foto. Da bewegt sich jetzt eigentlich nichts außer das Bild an sich. Super, kann man auch so machen. On the road with a couple of tunes in a car for two. Hey, darling, you know we're gonna have sehr a really schön. Good time. Driving in the middle of the night when the stars are bright. Pack our bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Sehr stark. Sehr stark. Also das hat jetzt habe ich gar nicht gewusst. Ihr kennt ja das, es gibt ja heute schon auch diese 3D-Möglichkeiten mit Fotos. Also ich habe einen Fokuspunkt vorne und kann hinten die Landschaft drehen. Und jetzt mit den Kühen war ich mir am Anfang gar nicht sicher, ist das jetzt ein 3D-Foto oder ist es ein Video? Also war richtig gut gemacht. Ja, ihr Lieben, Strauchs, das stimmt. Und die guten alten Drohnen, die dürfen da nicht fehlen. Also ich merke schon, ich habe Aufholbedarf. Ja, schauen wir mal, vielleicht lege ich mir auch eine zu. Manche wissen es schon. Get some rest. Ja, diese Almen. I'm by your side. Lay your head on my chest. Allein hier schon drauf. Zack, 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 zack. Ja. Jetzt ist wirklich schade. Oh, schaut euch das an. Schaut euch das an. Jetzt ist wirklich schade, dass es jetzt lange dauert, bis man wirklich wieder so in die Bergen gehen kann, weil wenn einmal die Schneefallgrenze da herunten ist,
was es ja vielleicht schon ist. Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, wie es aktuell ausschaut. Am besten. Ah, Sascha. Sagt mit dem Drohnen. Ja. Aber es ist halt wirklich genial. Ja, du hast schon recht, Sascha. Ja, ja, servus, Leni Flo. Im Übrigen gleich persönlich nochmal danke für deine Nachrichten heute. Und da reden wir noch, gell? Danke, dass du trotzdem reingeschaut hast. Oder ihr, Leni Flo. Danke fürs Vorbeischauen und genießt das morgen. Ihr habt alle Zeit der Welt, um das nachzuholen. Ja, Toppers, das stimmt. Das ist wirklich starke Übergänge zwischen Foto und Video, die Musik dazu. Und sie kommen so gänzlich ohne Text aus. Lassen einfach die Bilder sprechen. Ja, genau, du sagst das gerade. Ja, das ist... Das ist aber auch so eine Stilfrage, sag ich mal. Ne? An jedem liegt das vielleicht nicht so. Ja, sehr, sehr starkes Video. Das wollte ich halt noch sagen. Ich habe letztens auch ein wunderbares Feedback bekommen über... Videos und das ist auch gleich auch eine Einladung an euch, dass ich immer sehr zugänglich bin für Kritik und letztens hatte ich jemanden, der Kritik oder Anregungen mir geschickt hat, möchte ich mich auch bedanken an der Stelle und da geht es eigentlich genau um das, also es sehr schwer ist, einen Mittelweg zu finden. Ich denke, jeder hat so irgendwie so seinen Stil und es ist schwierig, sage ich jetzt mal so einen, den Markt gänzlich abzudecken. Also in meinem Fall war es zum Beispiel, und das stimmt, dass ich halt eine sehr generische Musik immer habe im Hintergrund, dass die Hintergrundgeräusche zum Teil immer ausgeblendet waren. Ich mag es ja nicht mehr, aber das stimmt auch. Ne? Und ich sollte doch mehr moderieren und weniger Text einblenden. Das ist sehr berechtigt, aber wie gesagt, es ist einfach eine Stilsache. Jawohl! Ja, genau. Ja, genau, du bist gemeint. Stahlhart, genau. Vielen Dank. Ja, servus. Jetzt kann ich mich nochmal persönlich bei dir bedanken für das Feedback und das nehme ich. Ich nehme alles, was ich kriegen kann, um mich irgendwie zu verbessern. Ich wollte damit halt nur sagen, jeder hat so seine Herangehensweise, wie man halt so ein Video macht. Und jetzt in dem Fall. Vom Bregenzer Wald Fan. Wir schauen uns gleich mal auch seinen Kanal an, würde ich vorschlagen. Und seinen Content, der eigentlich meistens so an die Sache rangeht. Er lasst halt mehr die Musik sprechen und ich finde, da kann man jetzt auch nicht wirklich was dagegen sagen. Das Einzige, was mich nur oft interessieren würde, ist, und die Frage geht auch gleich raus an euch, wie handelt ihr das mit der Musik? Also ich gebe euch ein Beispiel. Ich habe in den letzten Jahren meine Musikstücke selbst gemacht, also teils mit einem Music Maker und teils selbst eingespielt natürlich auch, ja. Und jetzt ist es so, dass ich habe ja viele Hobbys, die kosten alle Zeit, dass ich jetzt hergegangen bin und mir kostenlosen Musikcontent von YouTube hole. Das heißt, ich mache die Musik jetzt nicht mehr selber, sondern ich suche mir das von jemandem, wo es kein Copyright Infringement oder dergleichen gibt, was ja auch in Ordnung ist. Ne? Aber es ist ja so, wie es jetzt hier war, beim Bregenzer Wald-Fan, das sind ja eigentlich Songs, die ja im Netz sind. Ne?
Und ich denke jetzt mal, wenn würde er jetzt, und der hat ja, der Gute hat ja doch jetzt knapp 800 Abonnenten, also wenn er die 1000er-Grenze packt und er genug Videos hätte und er könnte ins Partnerprogramm, dann würden wahrscheinlich die meisten seiner Videos wegbrechen, weil er die nicht monetarisieren kann. Ich sag halt nur, ne? Ist halt auch die Frage, ob man das will, ja, nicht falsch verstehen, ja, also die meisten von uns machen es ja als Hobby, sage ich jetzt mal, aber er, bei ihm macht schon Sinn, drüber nachzudenken, ob wir das mit der Musik später mal handhaben möchte. Aber nichtsdestotrotz, es ist wirklich ein super toller Kanal, schauen wir noch kurz einmal durch. Wer genug über den Bregenzerwald kennenlernen will, schaut euch diese Clips wirklich einmal durch. Die sind auch von der Zeit recht kommod, sage ich jetzt einmal. So, wie seht ihr es eh? 4 Minuten, 3 Minuten, 6 Minuten, 7 Minuten. Also, der hält sich da sehr kurz, aber natürlich bringt sehr viel hier auf den Punkt auch. Ja. Also, wenn ihr ihm helfen wollt, die 1000er-Grenze anzugreifen, dann lasst ihm jetzt bitte auch hier ein Abo da und ein Like, er freut sich sicher. Ich habe versucht, ihn zu erreichen in Facebook, ich habe ihn angeschrieben, ich habe leider keine Antwort bekommen. Er hätte sicher geantwortet, aber wahrscheinlich schaut er nicht so oft rein und das ist auch absolut in Ordnung. Und ich hoffe, dass er später mal dieses Video eventuell sieht. Ja, genau, Topos. Ich mache es jetzt auch so. Es ist einfach so, ich habe die Musik früher wirklich gern gemacht und vielleicht mache ich das auch mal wieder. Aber jetzt muss man halt das Video schneiden und jetzt, seit ich das aufwendiger mache, braucht es auch mehr Zeit. Und diese Zeit, an einem guten Musikstück zu sitzen, dauert auch nochmal so lang und oft komme ich halt nicht mehr dazu und deswegen ist das schon sehr hilfreich. Ja, ja. Da gibt es kein. Ja, ich sag ja auch, ne? Also es spricht ja auch nichts dagegen, sich Musik zu nehmen und solange man es nicht monetarisiert, kann man auch sehr viele originale Musikstücke verwenden und das ist ja auch okay. Gibt es überhaupt nichts dagegen einzuwenden. Es hätte mich jetzt nur interessiert, wie ihr das löst, aber ich lese ja gerade im Chat, ihr seid da eh auch ähnlich unterwegs. Ich habe tatsächlich vor 2 Jahren sogar, das kann ich eigentlich machen. Hättet ihr Verwendung? Ich habe eine Datenbank von Musikstücken, also von sicher gut 50, 60 Musikstücken, die ich für meine alten Videos verwendet habe, die man eigentlich verwenden kann. Die hatte ich mal zum Download angeboten, ich habe es halt nur runtergenommen, weil es nicht mehr von Verwendung war, aber würde euch das helfen? Würde euch das helfen, eine Datenbank von selbstgemachter Musik von, sind sicher mehr als 50, 60 Stückeln, ich habe ja alles selber gemacht. Also wenn ich euch das zum Download bereitstelle, das werde ich mal machen, jetzt könnt ihr euch bedienen, nehmt euch raus, was könnt, da werde ich mir was einfallen lassen in nächster Zeit. Dann hat das nämlich auch seinen Sinn und dann passt das schon. Sascha sagt, ja klar, nee, ist kein Thema, warum nicht? So. Wenn der Musik aus YouTube, die frei ist. Ja, ja, klar, Mike, natürlich. Ja, ja, das, genau, die Strauchsang ist auch abwechslungsreich. Ich habe jetzt momentan einen, der nennt sich Roa, also R-O-A, könnt ihr mal auf YouTube eingeben. Macht eigentlich chillige Musik, aber es klingt oft zu ähnlich, deswegen werde ich mir auch demnächst was für meine Clips einfallen lassen. In den 6. Videos schon, ja. Das kommt natürlich auch dazu. So viel also zum Bregenzerwald-Fan. Ihr habt es gesehen. Toller Kanal, sehr sympathischer Kerl auch. Gibt's gar nichts. Also schaut euch öfters bei ihm vorbei, es lohnt sich sicher. So, und last but not least habe ich jetzt was zum Schmunzeln für euch. Ihr wisst es, ich wollte es eigentlich letzte Woche schon machen und habe es jetzt auf heute verschoben. Ich habe mir gedacht, ich gliedere mich ja selbst auch immer ein nach den Videos mit einem Clip von mir. Und ich habe mir gedacht, ich nehme jetzt das Video von meiner allerersten Solo-Tour. Weil man muss wissen, ich habe 2012 angefangen, also überhaupt mit meiner Wanderkarriere, wenn man es so nennen will, mit einer Mehrtagestour mit meinem Vater von Wien nach Mariazell. Das hat ja dann irgendwie mein Leben verändert und plötzlich war mir klar, was ich machen will und habe dann
im September 2012 habe ich 3 Tage, 4 Tage Urlaub gemacht in Bad Mitterndorf in der Weststeiermark, meine fast schon Heimat eigentlich. Und dort habe ich, meinen ersten Solo-Clip gemacht, damals noch unter dem Namen Up and Away. Allerdings kommt das nie vor in dem Video. Und ich sage euch jetzt schon, es ist aus heutiger Sicht, es ist furchtbar. Es ist furchtbar. Ich habe das aufgenommen mit einer alten Handheld-Kamera. Also erwartet bitte jetzt keine Qualität. Ja? Das hat, weiß nicht, 8 Pixel, 8 Megapixel vielleicht, ich habe keine Ahnung. Aber bitte, jeder von uns hat mal angefangen und erinnert euch zurück an eure Anfänge. Und deswegen schauen wir jetzt einfach mal rein, schmunzeln wir gemeinsam. Erstens einmal ist es jetzt doch schon 8 Jahre her, also dann gucken wir mal rein, wie der Peter begonnen hat. Es war aber gleich eine Bergtour, und zwar von Lawinenstein auf 1965 Meter, nichtsdestotrotz. Ja, schauen wir einfach mal rein, 13 Minuten 50, ich werde ein bisschen skippen. Dann meine Wander, ja, Flatter. 76, da hat mir noch nichts wehgetan. ja, dann schauen wir jetzt einfach mal rein. Ja. So, da, rauf geht's auf die Tauplitz. Und ich bin jetzt noch hier unten in Zauchum bei Bad Mitterndorf. Bei herrlichen, wirklich herrlichen Wanderwetter. Also, ich bin schon ganz hin und weg, freue mich jetzt schon. Schauen wir uns mal kurz die Gegend an. Schön. Aber der Gremling zeigt, die hat jetzt keine Wolke hier am Himmel. Das war halt wirklich noch mit so einer Handheld-Kamera. Ich weiß gar nicht, ob ich die vielleicht da jetzt irgendwo in der Nähe herumliegen habe. Ja, und können. Irgendwo, da nach oben, so eine Aufklappbahn, wird es mich verschlagen. Ah. Videoschnitt, ja, nächster Teil von meiner Wanderung auf die Tauplitzer Alm. Ja, ich befinde mich jetzt hier im sogenannten Quellenschutzgebiet und hier muss man äußerst vorsichtig sein. Keine Verunreinigung hier, warum? Weil hier das Wasser, was hier runterkommt, absolutes Trinkwasser ist. Und ich nehme mal an, das ist auch wahrscheinlich für die Versorgung unten. Nostalgie. Und es hat wirklich was ganz Idyllisches. Ich gehe hier am Weg und das muss man sich mal anschauen. Hier kommt das Wasser runter und es plätschert direkt hier am Weg vorbei ins Tal. Da werden wir mal vorsichtig rübersteigen. Oder hier, es rinnt hier den ganzen Weg runter. Ja, was Wasser halt mal so tut. Wirklich, wirklich tolle Gegend bei super tollem Wetter. Ja, kann man jeden nur ins Herz legen. Und insofern gehen wir halt jetzt mal weiter, weil wir haben noch ein bisschen. Mit der Steinbahn hier und mittlerweile ist es wirklich. Da hinten sieht man den Dachstein. Nur so viel dazu. Falls man nicht erkennt aus diesem Pixelsalat. Eine traumhafte Wandertour. Ihr hört es sicher am Wasser. Mein Weg führt hier entlang. Und neben mir. Ding und der Mann. Strömt das jetzt mal Wasser auf ins Tal. Und die Aussicht ist jetzt schon herrlich. Geh raus, sind auch da. Nein, wirklich, geht bitte nicht super. Raus. Bleibt hier. Schön, dass ihr da seid. Ja. Weiter geht's. Traumhaftes Wetter, Trinkwasser, hätte ich gar nicht mitnehmen brauchen hier. Einfach nur in den Rüssel reinhalten und geht schon. Super toll. Macht wirklich Spaß. Man muss sich vorstellen, ich hatte damals halt überhaupt kein Konzept. Ne? Man geht halt einfach los und alle, die gesagt haben, ich moderiere zu wenig, die kamen früher noch voll auf ihre Kosten, denn ich habe nur moderiert. Nur moderiert. Wirklich traumhafte, göttliche Ruhe. Aber bitte. Ja, mittlerweile haben wir Zivilisation gefunden.
Oh, das geht's lauter. Das war anstrengend, ja. Aber hier haben wir schon mehr oder weniger das Ziel erreicht. Ja, weil Retro. Zur Bergstation ist nicht mehr allzu lang. Das gibt mir die Zeit. Muss ich mal herzeigen. So. Das gibt mir die Zeit, noch auf einen Gipfel zu gehen. Das werde ich auch tun. Und den zeige ich euch jetzt gleich, wo ich hingehe. Also man merkt, ich war noch wesentlich früher ausatmen als heute. Mich genau darauf. Konzept, was ist das? Naja, ihr wisst schon, wie ich das meine. Ne? Also ihr wisst natürlich schon, wenn ihr heute ein Video macht, ne, wann moderiere ich, wann stelle ich die Kamera hin, wann filme ich mich selbst beim Gehen. Sowas meine ich und das, sowas hatte ich halt überhaupt nicht. Ne? Ja, und das gehen wir jetzt an. Aufstieg auf den Lawinenhügel. Lawinenstein. Ja, Leute. Du. Das ist jetzt nicht gespielt, das ist wirklich sehr anstrengend, aber man sieht hier, für was man es tut. Wahnsinn. Aber hier geht's wirklich rauf. Das ist eine Skipiste. Leute, das schafft echt nicht jeder. Aber ich werde es trotzdem durchziehen. Ich möchte nach oben auf den Gipfel auf 1966 Höhenmeter. Höhenmeter? Ja. Naja. Das ist alles andere als leicht, aber ja, dafür bin ich hier. Und immer stets bekannt dafür, Dinge zu tun, die andere nicht machen. Aber wenn ihr das sehen würdet, wo ich hier raufgehe, würdet ihr mich wahrscheinlich fragen, ob ich deppert bin. Und das vielleicht auch noch zurecht. Das ist eigentlich eine Skipiste. Und jetzt schaut euch mal an, wie es da nach oben geht. Jetzt gehen wir noch dieses eine Stückchen. Noch nach oben. Ja, das geht schon ordentlich rein. Ja, da hat der Peter noch auf Wernerisch geredet, gell? Also, aber Leute, das Wetter hier, traumhaft wirklich. Super Wetter. Wenn ich Kräfte einteilen kann, melde ich mich halt dann oben wieder. Weil reden und gleichzeitig gehen. Schnitt. Was soll ich sagen? Also, da sind wir schon beim nächsten. Im Übrigen heißt der Lawinenstein ohne E, aber nur mal so viel dazu. Wenn man sich das hier anschaut. Aber immerhin der Blick so Richtung Totes Gebirge, das ist schon, das war schon nice damals ohne Wolken, ja. Totes Gebirge. Wahnsinn. Der Dachstein. Und da hinten, bin ich mir fast sicher, dass das der Glockner ist. Naja, ich der weiß ist nicht. Und, naja. Ich kann's. Bestimmt sogar. Ob man den sehen kann? Der Markt, da ist der drüben schon Salzburg. Bei schönem Wetter. Dann, ja. Ist ja nicht so weit weg von Zell, ne? Das stimmt allerdings, da vielleicht stimmt sogar. Momente, die kann man einfach mit Geld nicht kaufen. Kommt zu uns, Strauchs. Da habt's genug Berge. Wahnsinn. Da ist sofort alles vergessen. Grimming, seine Majestät. Weil es war wirklich, es war echt eine Tortur hier raufgehen. Es war sehr. Im Übrigen, das hier, da ist der da. Das ist Europas höchster freistehender Kalkstock, der Grimming. 2300 und ein paar zerquetschte. Der Flatter, sein Herz wird da wahrscheinlich höher schlagen. Vielleicht war er sogar schon mal oben. Und wenn nicht, dann vielleicht kommt das noch. Jetzt sofort alles vergessen. Weil es war wirklich, es war echt eine Tortur hier raufgehen. Es war sehr anstrengend. Also, das muss man wirklich sagen. Das geht wirklich in die Substanz, aber wenn man dann hier oben ist und man weiß, man hat ja, 1200 Höhenmeter jetzt zurückgelegt, dann ist das einfach unglaublich. Ja. Es ist, ja. Es
glaube ich da. Auf meiner wäre auch. Was soll man da großartig sagen? Ne? Das sind meiner echt diese auch, Eindrücke. Schauen wir uns mal ein bisschen die andere Seite an. Das stimmt auch, ja. So. Haben wir Bad Mitterndorf. Ja, da geht es hinten Richtung Ennstal. Von da bin ich weg, beziehungsweise von etwas weiter drüben, von hier. Von Zauchen. Dann, das sieht man jetzt nicht, hier bei dem Berg praktisch hier entlang. Schauen wir ein bisschen weiter runter. So. Muss man aufpassen, weil da geht es nämlich dann gleich schon ziemlich steil runter. Und das ist nur eine gute Überleitung, weil ich gerade gesagt habe, der Berg wäre wirklich toll für mich, ein Prestige da mal hochzuklettern, aber wie ihr ja vielleicht wisst oder noch nicht wisst, ich habe ja leider Höhenangst und das macht es nicht leichter, aber ihr werdet jetzt gleich hier etwas sehen, habt auch was zum Schmunzeln, wie ich mit meiner Höhenangst umgehe. Wir wollen ja nicht abstürzen, also das hat sich jetzt ja auszuhalten, na gut. Ja, es fällt mir zwar schwer, aber ich muss die Rückreise antreten. Aber wie gesagt, das war es allemal wert. Also mein erster Berg, wenn man so will, den ich allein erklommen. So, ich fahre schon wieder mal bergab. War wirklich super. Seid froh, dass ihr mich jetzt nicht seht. Bin sicher kasweiß im Gesicht. Grüß euch, Papa. Ihr kennt ja mein Leiden, meine Höhenangst. Und na gut, ganz kurz. Ja, aber wisst was, ihr schaut und ich mach die Augen zu. Schier. Aber bitte, was man nicht alles tut, ich sitze da ganz verkrampft. Ja. Es ist leider Gottes überhaupt nicht lustig. Ist es beziehungsweise hätte ich es besser nicht, gelacht. Ne? Ah, okay. Wahrscheinlich gleich. Du Kacke, Mann. Also, die Aussicht ist ja wirklich phänomenal. Ja? Das möchte ich gar nicht abstreiten. Aber wenn ihr das jetzt sehen könntet, in echt. Das ist halt wirklich das. Wenn man es selbst nicht hat, ist es schwierig, das zu erklären. Ja, also da spielt einem der Kopf wirklich Streiche hoch 10. Und es ist oft sehr ungut. Ich kann euch aber sagen, mittlerweile bin ich diese Bergbank, da habe ich schon 100.000 Mal gefahren und heute habe ich kein Problem mehr damit. Aber damals war es schon nicht so ohne. Okay. Ja, ich bin jetzt hier herunten wieder in Taublitz. Ja. Jungs, wer erkennen könnt. Stimmt, Sascha. Und ich nutze die Gelegenheit, weil es geht jetzt endgültig dann ins Tal und ja, das wollte ich hier nochmal einfangen. Wer kennt ihn? Wo sind die Skisprung- und Skiflugfans von euch? Das ist er! Der Kulm, die Skiflugschanze in Taublitz, Bad Mitterndorf. Den Kulm? Schon gewaltig. Ich kann mich eigentlich nicht beschweren, ich bin ein bisschen grob, bin ich schon. Müsste ich lügen, wenn ich sage, es ist alles super, aber hey, das hat sich wirklich ausgezahlt. Hier wieder der Grimming. Also. Kameraführung, Shaky Cam. Oh ja, 1009, also fast auf 2000 Meter Höhe. Es kann schon was. So, jetzt haben wir es ja bald geschafft. Das Wetter hier unten auch traumhaft. Heiß ist es, aber bitte. So, einmal der Kulm. Vorbau, da war ich gestern auch. Ja. Na gut ist, dann schauen wir weiter. Ja, eine Anekdote vielleicht noch am Schluss zu der Tour. Ich hatte nachher den Sonnenbrand meines Lebens. Da war noch nichts mehr, da war wirklich noch nichts mit Bildstabilität. Ich hatte am Abend dann einen Sonnenbrand hoch 10,
dass ich sogar zur Apotheke noch laufen musste, dass ich mir, also meine Haut war verbrannt. Sowas hatte ich einmal im Leben und dann nie wieder, weil seitdem habe ich gewusst, dass man sich einschmieren muss. Ja, das war also meine Retro-Tour, meine allererste Solo-Tour. Ja, es hat sich viel getan in 8 Jahren mittlerweile, ne? Trotzdem stehe ich dazu und Christian Sommer schaut noch vorbei. Servus! Gut, dass du da bist. Du kommst nächste Woche ins Programm. Und Leute, sagt Hallo zum Christian. Da könnt ihr euch auf was gefasst machen. Außer ihr wollt euch spoilern, man schaut es jetzt schon nach bei ihm. Aber wie gesagt, er muss unbedingt rein, weil ich habe heute seinen Kanal durchforstet. Wahnsinn. Aber wie gesagt, so viel dann nächste Woche. Ja, das also meine versprochene Retro-Tour. So, na, heute haben wir ein bisschen Überzeit gemacht, aber ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Ich finde es sowieso jedes Mal grenzgenial. Ja, was kann ich euch am Schluss noch sagen? Verteilt die Kunde hinaus, dass es so ein Format gibt. Es macht mir wirklich Spaß und mittlerweile kommt wirklich so eine Routine rein. Ja? Also das jetzt auch wöchentlich zu machen, macht mir gar nichts aus. Sicher kann es irgendwann mal vorkommen. Kein Problem, Christian. Immer wieder gern begrüßt. Sicher kann es mal vorkommen, dass ich mal an einem Wochenende keine Zeit habe. Das kann sein. Vielleicht kann es auch sein, dass ich unter der Woche am Abend mal stream. Muss man mal schauen. Jetzt momentan, muss ich ehrlich sagen, hat sich der Sonntag schon als sehr praktisch erwiesen. Ich glaube, Sonntag 20 Uhr kann man jetzt mal so im Raum stehen lassen. Das werde ich jetzt einmal versuchen, so durchzuziehen. Vergesst den Daumen nach oben nicht. Peter macht diesen Live-Stream. Ah, danke. Danke, Mike. Danke. Danke euch allen, im Übrigen. Ja. Ja, vergesst es nicht, schaut euch nochmal diese Gruppe an. Wir würden uns sehr freuen, genauso wie die Strauchs, auch euch hier begrüßen zu können mit eurem Content. War wieder cool, wir sind immer routinierter. Danke, Flatter. Und ihr wisst ja, wo ihr mich finden könnt. Ich bin auf Facebook erreichbar. Wer Facebook nicht nutzt, vielleicht, ich kann es jetzt leider, na oh ja, ich kann es schon einblenden. Ihr könnt mir jederzeit auch eine Mail schreiben, gell? Hier, ich-am-weg@gmx.at. Also zum Beispiel der Flatter, ich glaube, der Flatter nutzt ja kein Facebook. Also wenn da mal etwas sein sollte, einfach mal eine Mail hinschreiben. Bin gerne für euch da. Und ich kann mich nur wiederholen, wenn ich sage, ich freue mich schon auf die eine oder andere Wanderung mit euch. Natürlich zum Beispiel wie für einen Flatter ist es praktischer, der wohnt nicht so weit weg, ne? Aber auch alle meine weiteren Freunde und Gäste, da wird noch einiges kommen, auch 2021. Na gut, ist notiert, natürlich Flatter, überhaupt kein Thema, gell? Gut, ich würde sagen, morgen gehen wir es ja wieder an, ne? Oder zumindest die meisten von uns, sage ich jetzt mal. Ich wünsche euch, also zuerst mal vielen lieben Dank fürs Zuschauen, natürlich. Ja, danke, dass ihr da seid. Verbreitet die Kunde. Das Video ist dann ab morgen auch für alle abrufbar. Ich werde mich jetzt gleich anmachen. Danke, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Mein nächstes Video kommt Mitte der Woche und wir sehen uns dann im Stream wieder am Sonntag. Das war's von mir. Bleibt gesund. Ich wünsche euch eine tolle Woche und dann bis zum nächsten Mal, wenn ich wieder am Weg bin und ihr hoffentlich mit dabei.